freue mich sehr, erstmal durch die Einladung durch die Uni Heidelberg und eben auch durch die Alliance heute zu Ihnen sprechen zu können. Ich selbst habe eine Professur für translationale Neurobiologie. Ich kann auch gleich nochmal erklären, was das genau bedeutet. An der Uni Heidelberg bin aber auch klinisch als Arzt, als Neurologe tätig am Uniklinikum in Mannheim. Ich will Ihnen heute ein bisschen was erzählen über die Entzündung im Nervensystem, wobei, wie Sie gleich sehen werden, kann man das, was wir im Labor machen, und da komme ich dann gleich auch so ein bisschen zu dem Thema der Professur, auch auf andere Krankheitsbilder übertragen. Translationale Neurobiologie, Translation heißt mehr oder weniger, dass wir sehr viel Grundlagenforschung betreiben im Labor. Das heißt, wir arbeiten mit Gewebe, wir arbeiten mit Modellsystemen, wir pipettieren, versuchen aber dann die Daten, da komme ich gleich drauf zu sprechen, das Ganze ist sehr datenlastig, sehr viel Informatik, versuchen das dann zu übersetzen in das tägliche klinische Geschäft, weil letztlich ist es ja schon unser Ziel und insbesondere auch mein Ziel als Arzt, die Erkenntnisse dann vielleicht auch in neue Therapien zu übersetzen oder bessere Marker zu identifizieren, um Patienten möglicherweise in verschiedene Gruppen einzuteilen. Also können Sie sich gut vorstellen, dass nicht jeder Patient gleich auf ein Medikament reagiert, dass ein Patient vielleicht eine bessere Prognose hat bei einer chronischen Erkrankung als der andere Patient oder die Patientin. Und das sind so ein bisschen die Fragen, die uns beschäftigen und die wir versuchen zu adressieren. Ja, ich klicke einfach mal weiter. Das ist das Heidelberger Schloss, kennen Sie alle. Was hat es damit auf sich? Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Mannheimer Schloss, weil das ja doch Schlösser sind aus ganz verschiedenen Epochen. Das ist doch eher sehr mittelalterlich geprägt als dieses barocke Schloss in Mannheim. Und da haben wir eigentlich auch schon so das Hauptfeature, was Sie jetzt in den nächsten Minuten begleiten wird. Was ist der große Vorteil dieses Schlosses im Vergleich zu einem barocken Schloss? Was nicht, haben Sie vielleicht schon Antworten? Sonst darf ich es Ihnen beantworten. Großer Unterschied ist das Abwehrsystem. Das Mannheimer Schloss ist eigentlich völlig ungeschützt. Ne? Also da haben Sie überhaupt kein Abwehrsystem, da haben Sie keine Mauern. Was Sie hier haben, Sie haben ein Abwehrsystem, das besteht aus verschiedenen Wallsystemen, aus verschiedenen Mauern. Und das spiegelt eigentlich sehr gut wider, was wir im Nervensystem, im Gehirn bei uns vorzutreffen haben. Das heißt, wir haben letztlich das Gehirn können Sie sich vorstellen als mittelalterliche Burg. Sie haben ein Graben, Sie haben verschiedene Abwehrmaßnahmen, um zu verhindern, dass bestimmte Bakterien, bestimmte Viren, aber auch Entzündungszellen in diese Burg eindringen können. Und wenn die erstmal drin sind, dann haben wir ein Problem. Weil in so einem mittelalterlichen Konstrukt gibt es verschiedene kleine Räume, es gibt Kerker, es gibt bestimmte Räume in den einzelnen Türmen. Und das ist sehr komplex. Und diese Eindringlinge dann wieder rauszuwerfen, ist ein Riesenproblem. Und das gleiche Problem haben wir auch im Nervensystem. Ich zeige Ihnen das mal hier. Da ist jetzt mal beispielhaft dargestellt, was passiert, wenn diese ganzen Eindringlinge jetzt in dieses Nervensystem oder in die Burg eindringen. Sie können sich das jetzt so vorstellen, dass jeder farbige Punkt eine bestimmte Zelle ist. Also der gelbe Punkt ist möglicherweise eine bestimmte Entzündungszelle, der andere Punkt kann ein Bakterium sein, der rote Punkt beispielsweise ein Virus. Und das ist jetzt das Problem. Diese Zellen sind eingedrungen, jetzt müssen wir diese Zellen irgendwie wieder rausbekommen. Hier das Ganze nochmal dargestellt. Also wir haben drei Farben. Jede Farbe stellt einen Zelltyp dar. Zelltyp A, Zelltyp B, Zelltyp C. Die sind jetzt alle in dieser Burg drin. Wir kriegen sie nicht mehr raus. Stellen Sie sich vor, das passiert in Ihrem Gehirn. Sie haben eine Entzündung im Gehirn und diese verschiedenen Zellen sind da jetzt drin. Wir übertragen das jetzt mal, und da sind wir schon bei dem Wort Translation, jetzt in ein Modellsystem. Hier sehen wir jetzt nicht mehr die Burg,
Aber hier sehen wir praktisch unterschiedliche Kreise. In der Mitte haben Sie praktisch so diesen Hotspot oder das Epizentrum. Da geht am meisten kaputt. Also da ist die größte Entzündung da, da ist die größte Schädigung da. Und dann in diese Kreise, das ist wie, stellen Sie sich vor, es ist ein Vulkanausbruch, die Vulkanasche, die fällt in bestimmter Distanz zu diesem Ausbruch ins Meer, betrifft, fällt auf andere Landschaften. Und so können Sie sich das hier vorstellen. Das ist praktisch jetzt das entzündete Gehirn. In der Mitte ist die Haupteintrittspforte und dann kreisförmig um diese Eintrittspforte herum findet die Entzündung statt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich, wenn man sich jetzt die einzelnen Zelltypen anguckt, die auch in bestimmten Zonen um diese Eintrittspforte zu finden sind. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt wieder hier links dieses Modellsystem, was ich Ihnen eben versucht habe zu erklären. Und auf der rechten Seite haben wir die Situation im Menschen. Also das ist jetzt praktisch ein Stück humanes Gewebe von einem verstorbenen Patienten. Es ist ein Patient, der hat die Krankheit Multiple Sklerose gehabt. Das ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Nervensystems. Wir sehen sehr viele dieser Patienten bei uns in der Ambulanz, in der Neurologie. Und es gibt einige Patienten, die ihren Körper nach dem Tod der Forschung zur Verfügung stellen. Das ist in dem Fall jetzt auch passiert. Dieser Patient hat sein Gehirn der Forschung zur Verfügung gestellt. Und wir hatten jetzt die tolle Möglichkeit, eben das Gewebe dann zu untersuchen. Und was Sie hier sehen, ist diese Braunfärbung. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut zu sehen. Diese Braunfärbung ist auch wie so ein großer Kreis, der da so mitten drinne ist. Und das kann man sich ganz gut jetzt vorstellen, dass diese Braunfärbung letztlich dieser Vulkanausbruch ist. Das ist dieser Hotspot, das ist diese Entzündung, die Sie auch auf der linken Seite im Modell sehen. Und jetzt sehen Sie dort wieder unsere Zelltypen. Jetzt ist das Problem, wie kann ich herausfinden, welcher Zelltyp was ist. Also ich will jetzt ganz genau wissen, ist möglicherweise Zelltyp A verantwortlich für diese Entzündung oder ist es eher Zelltyp B, in dem Fall der grüne Zelltyp. Und das will ich jetzt herausfinden. Und das ist so ein bisschen das, was wir im Labor machen. Jetzt herauszufinden, was sind das für Zellen und wie kann ich einige Zellen besser machen oder wie kann ich andere Zellen vielleicht wieder rauswerfen aus diesem System. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe Ihnen jetzt das Modell gezeigt. Ich habe Ihnen gezeigt, wie so eine Färbung aussieht, wie so eine Entzündung aussieht im MS-Gewebe. Was wir jetzt sehen, das ist auch Gewebe eines solchen MS-Patienten, auch wieder eine Probe eines Verstorbenen, also ein Autopsiegewebematerial. Und hier haben wir eine sogenannte Fluoreszenzfärbung durchgeführt. Das heißt, Sie werfen, wenn Sie so wollen, bestimmte Moleküle, Eiweißstoffe auf das Gewebe. Und diese Eiweißstoffe, die haben ein sogenanntes Fluoreszenz-Tag dran. Das ist nichts anderes als eine Fahne, mit der sind die einzelnen Eiweißstoffe markiert. Und diese Fahne, die leuchtet. Die leuchtet, wenn Sie damit einen bestimmten Licht drauf werfen. Das hat man hier getan. Wir haben verschiedene Eiweißstoffe angefärbt mit bestimmten Farbstoffen. Und da sehen Sie jetzt relativ schön, dass in der Mitte diese gelbe Färbung ist. Das ist das Gewebe, was noch normal aussieht. Und oberhalb dieses gelben Streifens, da ist die Entzündung. Unterhalb des gelben Streifens, da ist auch Entzündung. So, was ist jetzt der Unterschied? Man sieht das jetzt eigentlich relativ schön. In der Mitte finde ich ganz viele dieser grünen Zelltypen. Das heißt, das sind Zelltypen, die sind eher mit normalem Gewebe assoziiert. Die anderen Zelltypen, kann man jetzt schon erahnen, sind eher Zelltypen, die mit der Entzündung in Zusammenhang stehen. Und der große Unterschied ist jetzt, dass ich oberhalb dieses gelben Streifens diese roten Zellen habe. Das ist eine ganz akute Entzündung, ganz früh. Das heißt, hier ist die Eintrittspforte noch offen, hier gehen die Entzündungszellen akut rein. Ne? Und unterhalb des gelben Streifens, da habe ich eine chronische Entzündung. Das heißt, da ist nicht mehr viel Entzündung da, aber da habe ich eine Narbe. Da ist die Narbe sehr ausgeprägt. Aber die Narbe, das sind wieder andere Zelltypen. Das sind in dem Fall die gelben Zelltypen. Und so können Sie jetzt praktisch die einzelnen Zelltypen bestimmten Arealen, bestimmten Regionen zuordnen.
Und jetzt zeige ich mal, wie das Ganze aussieht. Und damit komme ich auch schon so ein bisschen jetzt zum Ende. Das ist das, wenn wir diese ganzen Untersuchungen machen. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir die Daten aus dem Computer bekommen. Das heißt, wir sequenzieren das Gewebe. Das heißt, das sind Hunderttausende von Prozessen, die da ablaufen. Wir bekommen nachher auch Hunderttausende von Zellen raus. Also jeder dieser Punkte ist letztlich eine Zelle. Das ist das Profil, das genetische Profil jeder Zelle. Und wie Sie jetzt sehen, habe ich auch hier wieder verschiedene Farben. Und das kann man sich so vorstellen, dass jedes dieser Haufen, dieser farblichen Haufen, ist letztlich ein Zelltyp. Ne? Also zum Beispiel in diesem großen braunen Haufen unten am Boden, das ist so der größte Haufen, das ist die größte Zellpopulation, das sind Oligodendrozyten. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was das für Zellen sind, aber das sind zum Beispiel Zellen, die sind wichtig, damit das Nervensystem funktioniert, damit die Autobahn läuft. Ne? Also das so vorstellen, wir haben im Nervensystem ganz viele Nervenfasern. Ich übersetze das immer so auch ganz gerne unseren Patienten, das ist die Autobahn. Und wenn jetzt eine Baustelle ist auf der Autobahn, dann sind häufig diese Zelltypen betroffen, die sind dann beschädigt. Und dann kommt es zum Stau, dann kommt eine Baustelle und dann funktioniert die Sache nicht mehr richtig. Ne? Also dann läuft der Verkehr nicht mehr. Wir haben hier auch Nervenzellen, das sind diese türkisfarbenen Zellen. Und so können Sie dann praktisch jede einzelne Population, jeden Zellhaufen charakterisieren. Also Sie sehen, das ist relativ komplex und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt in den letzten Minuten zeigen konnte, was wir so ein bisschen machen, dass wir eben ausgehend mit der Frage, wie verhält sich so eine Entzündung im Nervensystem, wie wir uns versuchen, der Sache zu nähern. Das ist relativ kompliziert, aber ich denke, so diese Assoziation Heidelberger Schloss, mittelalterliche Burg, Wallsystem, Verteidigung, kann das ganz gut erklären, was wir so machen und wie wir uns solche Modellsysteme zunutze machen. Hier nochmal schön dargestellt, ich komme wieder zurück zum Heidelberger Schloss. Und hier sieht man ganz schön, was wir jetzt machen können. Wir können im Prinzip die einzelnen Zelltypen identifizieren und, wie eben gezeigt, wir können das dann kombinieren mit Informatik, um herauszufinden, was sind eigentlich die Verursacher und wie können wir bestimmte Zelltypen daran stoppen, ins Nervensystem einzutreten oder wie können wir bestimmte Zelltypen fördern. Damit will ich enden und mich bei unseren ganzen Leuten im Labor bedanken. Aber natürlich ist das Ganze nur möglich mit einer ganzen Reihe von Kooperationspartnern, die weltweit verstreut sind. Und da das Ganze natürlich auch sehr viel Geld kostet, sind wir dankbar für die ganzen Stiftungen oder Geldgeber, die uns eben helfen, diese Forschung auch durchführen zu können. Vielen Dank.